Warum benutzte Harry Potter den Zauberspruch Avada Kedavra nicht auf Lord Voldemort? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video geht es um Harry Potter, Lord Voldemort, die letzte Schlacht um Hogwarts und natürlich um Avada Kedavra. Harry und Lord Voldemort treffen bei zahlreichen Gelegenheiten aufeinander und jedes Mal kommt es zu einem Kampf der Magie. Und scheinbar jedes Mal wählen die beiden am Ende ihren eigenen Zauberspruch, den sie gegen den anderen einsetzen. Für Lord Voldemort ist dies Avada Kedavra und für Harry ist dies Expelliarmus. Wir sehen das in ihrem Friedhofsduell. Ein grüner Lichtstrahl schoss aus Voldemorts Zauberstab, während ein roter Lichtstrahl aus Harrys Zauberstab schoss. Sie trafen sich in der Luft und plötzlich vibrierte Harrys Zauberstab. Und wir sehen dies auch in ihrem letzten Duell in der Schlacht von Hogwarts, das in Kapitel 36 der Heiligtümer des Todes beschrieben wird. Avada Kedavra, Expelliarmus. Der Knall war wie ein Kanonenschlag und die goldenen Flammen, die zwischen ihnen ausbrachen, in der Mitte des Kreises, den sie durchschnitten hatten, markierten den Punkt, an dem die Zaubersprüche aufeinander trafen. Ja, ich weiß, was du denkst. Der Expelliarmus hat funktioniert und Harry hat am Ende durch eigene äußere Umstände gewonnen. Aber man muss sich fragen, warum Harry ausgerechnet den Entwaffnungszauber immer wieder gegen die wohl mächtigsten dunklen Zauberer aller Zeiten einsetzt. Ich glaube, es gibt einige Gründe, warum er ihn immer wieder benutzt hat. Zunächst einmal hat Harry eine Menge Erfahrung mit dem Expelliarmus-Zauber. Er benutzt ihn ständig, es ist sein Standardzauber und er ist völlig sicher darin, ihn zu verwenden. Wir sehen nie, dass Harry Avada Kedavra benutzt und er war relativ erfolglos und hatte gemischte Ergebnisse bei den anderen unverzeihlichen Flüchen. Beim Einbruch in Gringotts setzte er den Imperius-Fluch erfolgreich ein, aber als er versuchte, den Cruciatus-Fluch auf Bellatrix anzuwenden, hatte er weniger ein gutes Ergebnis. Außerdem wusste Harry aufgrund seiner Erfahrungen mit dem Zauberstab, dass er zuverlässig war. Er hatte bei ihm bisher immer funktioniert, warum sollte er also wechseln? Warum sollte er einen anderen Zauberspruch in Erwägung ziehen? Er hatte Voldemort auf dem Friedhof besiegt, indem er genau das gleiche tat. Der nächste Grund, warum Harry Expelliarmus gegen Voldemort einsetzte, war die Tatsache, dass Harry trotz all der schrecklichen Dinge, die er getan hatte, Voldemort etwas Gnade erweisen wollte. In den Büchern erfahren wir, dass ein Akt großer Reue eine Seele, die durch Horcruxe gespalten wurde, wiederherstellen kann. Und Harry bietet Voldemort diese Chance auf Erlösung. Ja, das hat es, sagte Harry. Du hast recht, aber bevor du versuchst, mich zu töten, würde ich dir raten, darüber nachzudenken, was du getan hast. Denke nach und versuche, etwas Reue zu zeigen, Riddle. Von all den Dingen, die Harry zu ihm gesagt hatte, jenseits jeder Offenbarung oder Verspottung, hatte nichts Voldemort so schockiert wie dies. Harry sah, wie sich seine Pupillen zu dünnen Schlitzen verengten. Er sah, wie die Haut um seine Augen bleich wurde. Es ist deine letzte Chance, sagte Harry. Es ist alles, was du noch hast. Ich habe gesehen, was du sonst wärst. Sei ein Mann, versuche es mit etwas Reue. Indem Harry einen Zauber wie den Expelliarmus-Zauber gegen Voldemort anstelle eines Tötungsfluches einsetzte, gab er Voldemort eine letzte Chance. Harry tötet Voldemort nie wirklich. Es war Voldemorts eigener Fluch, der an ihm abprallte. Indem Harry den Expelliarmus-Zauber verwendete, gab er Voldemort also diese letzte Chance. Und schließlich wollte Harry sich einfach nicht auf Voldemorts Niveau herablassen. Der Tötungsfluch war ein unverzeihlicher Fluch und ich habe keinen Zweifel daran, dass Harry ihn mit dem Tod seiner eigenen Eltern in Verbindung brachte. Harry war ein moralisch sehr rechtschaffender Mensch. Wenn er nicht zu töten bräuchte, würde er es immer vermeiden. Er hätte es nicht nötig, sich auf das Niveau der anderen Seite herabzulassen. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und dein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.